Wunderbar. Wir sind die Klasse der Tauben und beschäftigen uns jetzt nochmal rückwärts mit den Potenzgesetzen. Rückwärts meine ich, wir haben sie uns ja hergeleitet. Wir haben jetzt aber in Formelsammlungen geguckt, die nennen sich Formelsammlung, Tafelwerk oder Tabellenbücher oder. Und wir werden jetzt auch die Sache mal von hinten aufrollen, weil ich sag's mal ganz salopp, ich halte nichts von Formelsammlungen, sondern ich halte eher was davon, mir die Sache selber wieder herzuleiten, dann weiß ich, wie es geht. Und wenn ich weiß, wie es geht, kann ich jederzeit auf solche komischen Dinge hier verzichten, muss nichts auswendig lernen. Ich werde auch nicht von euch verlangen, dass ihr das auswendig lernt, sondern dass ihr euch es herleiten könnt. Wir werden dann Übungen machen, aber jetzt nochmal zu den Potenzgesetzen. Gucken wir uns mal das erste, ganz hässliche an. Hässlich geschrieben, A hoch K ist A mal A mal A und so weiter und so weiter. Und darunter ist eine geschweifte Klammer und da steht K Faktoren. Faktoren wissen wir alles, das sind die Bestandteile der Malaufgabe. Auch mal so ganz frech gesagt. Hier gibt es nichts weiter zu beachten. Das heißt nichts anderes als eine Zusammenfassung. Ich nehme Zahlenbeispiel 2 hoch 5 ist nichts anderes als 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Habe ich 5 Faktoren? Ja. Ich muss also darauf achten, dass das hier genauso viele Faktoren sind. So, das gleiche Potenzgesetz, das haben wir uns allerdings anders erarbeitet, denn wir haben es uns aus einer Geschichte erarbeitet, wo wir gesagt haben, was ist denn, wenn ich sage, 2 hoch 3 mal 2 hoch 2, dann ist das nichts anderes als 2 hoch 3, 2 mal 2 mal 2. Und jetzt kommt dieses Mal, ich mache es auch mal dicker, mal 2 mal 2. Hier habe ich 2 Faktoren, hier habe ich 3 Faktoren. Da kann man sich das ableiten. Wir kommen dann zu dem Potenzgesetz, das ist also 2 hoch 5. Die Regel heißt also, dass ich die beiden Exponenten hier addieren muss. So kann ich es mir aber herleiten und kann sicher sein. So, wenn ich die addiere und da steht nämlich jetzt was anderes, und jetzt kommen wir wieder auf diesen rechten Teil. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 2 hoch minus 4 mal 2 hoch 6, dann heißt 2 hoch minus 4, dass ich 2 hoch 4, ich kürze es jetzt ab, unter dem Bruchstrich stehen habe und 2 hoch 6 über dem Bruchstrich. Und vom Kürzen her wissen wir, dass 2 hoch 2 übrig bleiben muss. Aber wenn 2 hoch 2 übrig bleibt, jetzt probieren wir mal, ob das auch mit der Regel geht, dann muss ich sagen, das ist ausführlich 2 hoch und jetzt minus 4, in Klammern setzen wegen der Übersichtlichkeit, plus 6. Und minus 4 plus 6 ist nun mal 2. Daher kommt das. Und wir haben uns das so abgeleitet, indem wir es noch mehr übertrieben haben, indem wir jetzt gesagt haben, zum Beispiel 2 hoch 3 mal 2 hoch minus 5. Wir haben die beiden addiert und wir haben festgestellt, es bleibt übrig 2 hoch minus 2. Gesundheit. Wenn wir das aber wieder auseinandertrieseln und sagen, 2 hoch 3 mal 2 hoch minus 5 muss, ne, 3 minus 5 ist minus 2, dann muss ja letzten Endes aus der ganzen Kürzgeschichte dieses hier rechte, dieses hier, dieses Potenzgesetz auch irgendwie daraus entstanden sein, indem man nämlich zum Beispiel dann sagt, bleiben wir bei diesem Beispiel, 2 hoch 3 und jetzt, wir wissen, mal 2, das steht unterm Bruchstrich und wenn ich das vereinzele und hier oben 3 Zweien hinschreibe und hier unten 5 Zweien, dann bleiben unterm Bruchstrich 2 hoch 2 übrig. Das ist dann durchs Kürzen, hier oben steht eine 1, die darf ich nicht vergessen bei der Kürzerei und hier unten 2 hoch 2 übrig. Also heißt 2 hoch minus 2 nichts anderes als 1 durch 2 hoch 2. So hatten wir es entwickelt. Und das ist dieses Potenzgesetz. Aus der Entwicklung heraus haben wir dieses Potenzgesetz dann aufgestellt. Achtung, ein Haken hat es. Ein Haken hat die ganze Geschichte. A darf nicht 0 sein, denn 1 durch 0 ist nicht definiert. Ich kann ja sagen 0 hoch 5, aber es bleibt 0, aber 1 durch 0 geht nicht. Das heißt, ich könnte hinschreiben 0 hoch minus 5. Das darf ich noch hinschreiben. Aber ich weiß, dass es eh nicht lösbar ist, denn dann steht hier unten eine 0 unter dem Bruchstrich. Wenn ich das wieder vereinzelt schreibe in Bruchschreibweise, hier ist es in Potenzschreibweise nochmal zur Erinnerung. Potenzschreibweise heißt keine Brüche, Bruchschreibweise. Wenn ich das dann also in Bruchschreibweise hinschreibe, dann spätestens
Rumpels. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, schreibe noch die nächsten Potenzgesetze auf und wir erinnern uns, wie es funktioniert. Frage? Eben, wir sind wieder da, merkt man. Da stehen dann noch zum Beispiel solche Sonderfälle, auch 1a. Das erklärt sich fast von alleine. Wenn ich schreibe 2 hoch 1, dann meine ich, dass da nur eine 2 steht. Hat nur gesagt, 2 hoch 2 stehen 2 Zweien. Ne? So, aber das heißt hier in diesem Fall eine 2, also rein an Zahlen lässt sich es manchmal leichter ersehen. Das heißt, das bleibt so. Etwas hoch 1 bleibt so, wie es ist. Die andere Geschichte, etwas hoch 0 ist 1, lässt sich so erklären, wenn ich zum Beispiel sage, 5 hoch 2 geteilt durch 5 hoch 2, dann hat man ja gesagt, das ist nichts anderes als 5 hoch 2 minus 2, ich setze das mal in Klammern, damit der Exponent besser auffällt, und das ist 5 hoch 0, denn 2 minus 2 ist 0. Aber wenn ich das hier mal kürze, und sage 5 hoch 2 durch 5 hoch 2 ist 1, 5 hoch 2 durch 5 hoch 2 ist 1, dann bleibt 1 durch 1 übrig, also muss das 1 sein. Etwas hoch 0 ist 1. Das ist also 1. Noch klar? Nächste Geschichte, oder muss ich hier nochmal drauf eingehen, also das ist eigentlich noch soweit klar. Ein Haken, hier steht, noch 0 hoch 0 ist nicht erklärt. Nicht erklärt heißt, damit brauchen wir uns nicht zu beschäftigen. Das lassen wir einfach weg. Also 0 hoch, ja, in schwarz, 0 hoch 0 ist nicht erklärt. Fertig, peng, aus. Das nehmen wir jetzt einfach so hin. Da gibt es noch ganz schicke Begründungen, lassen wir jetzt einfach weg. Ich mache wieder kurz Pause für eventuelle Fragen beziehungsweise für die nächsten Potenzgesetze, die dazu passen. A hoch m, in Klammern hoch n. Lässt sich leicht erklären. Leicht erklären, indem ich sage 2 hoch 3 und den ganzen Mist hoch 4 meinetwegen. Das heißt nicht, dass ich sage 3 plus 4, sondern es wird 3 mal 4 heißen. Warum? Weil ich sage 2 hoch 3 mal 2 hoch 3 mal 2 hoch 3 mal 2 hoch 3. Ne? 4 mal dieses Ding in der Klammer, 4 mal die Klammer mit sich selbst mal genommen. Kann ich auflösen und ergibt dann 1, 2, 3, 4 mal 3, 12, 2 hoch 12. Heißt also, dieses Potenzgesetz, da muss rauskommen, a hoch m mal n. Wir haben jetzt die ganze Zeit gleiche Basen betrachtet. Und bevor ich jetzt noch weiter in diese typischen Potenzgesetze auch mit unterschiedlichen Basen gehe, werde ich noch eins machen. Ich werde das Ganze mit der Wurzel nochmal zeigen. Man kann es nämlich auch übertreiben. Ich bin ein großer Fan davon, nicht mit diesem Wurzelzeichen zu arbeiten, weil, wir werden es ja gleich sehen, es viel leichter gehen kann. Das lasse ich mir mal als Platz. Wenn ich also zum Beispiel schreibe, Wurzel aus 4, das weiß jeder, ist 2, dann ist damit gemeint, das mache ich mal grau, die zweite Wurzel. Schreibe ich aber 5. Wurzel aus 32, die ist übrigens auch 2, dann kann ich hier was ableiten. Wir hatten das, da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, guckt in den anderen Videos nochmal nach, wie man das hergeleitet haben könnte. Dann heißt das hier zum Beispiel 4 hoch 1,5. Und der Vorteil kommt dann ganz klar. Und hier heißt es zum Beispiel 32 hoch 1/5. Das heißt, der Grad der Wurzel steht hier als Bruch, unterm Bruchstrich geschrieben, im Exponenten. Vorsichtig bei der Schreiberei, mir fällt es hier auch noch manchmal schwer mit dem dicken Stift. Die Zahl der Basis muss wesentlich größer sein als der ganze Exponent. Ich darf hier zum Beispiel aber auch schreiben 4 hoch 0,5. Und jetzt wird auch schon mal ganz nebenbei ein kleiner Vorteil deutlich, wenn ich schreibe 32 hoch 0,2. Was ja 1/5 darstellt, dann kann ich das zum Beispiel in einen Taschenrechner mit der sogenannten x hoch y-Taste eintippen. X hoch y. Das ist damit gemeint. Wenn ich also eine unmögliche, verrückte Wurzel ziehen will, dann tippe ich hier zum Beispiel ein 32, dann die Taste hoch 0,2. Ich nehme etwas hoch eine Kommazahl. Ich darf sogar 32 hoch, dann mache ich eine Klammer und dann 1/5 Klammer zu. Auch so kann ich das rechnen. Das können wir dann alles ausprobieren. Gibt es dazu Fragen?
Das ist der eine, sagen wir mal, der typische praktische Vorteil. Eine andere Geschichte ist, was ist denn, wenn ich zum Beispiel sage, 3 hoch 1/2 und das Ganze nehme ich hoch 6. Dann heißt das ja eigentlich, die Wurzel aus 3, ne, die zweite Wurzel, die 2 kann ich nochmal in Grau hier hinschreiben, hoch 6. Wenn ich aber solche Potenzgesetze kenne hier, so wie eben gerade besprochen, dann kann ich das wunderschön mir wieder anders klar machen. Dann schnappe ich mir nämlich nicht diesen Kram hier, sondern gleich diesen und sage 3 hoch 1/2 mal 3. 1/2 mal 6. Ich habe schon das Ergebnis vorher gesagt. 1/2 mal 6 ist aber 3, also ist das 3 hoch 3. Und 3 hoch 3 ist wieder leicht. 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27. Und das geht dann wieder ganz leicht auszurechnen. Also nochmal, ich kann, wenn ich die Wurzelschreibweise vermeide, sofort mit allerlei Potenzgesetzen arbeiten und kann dann auch mit ganz krummen Zahlen, nehmen wir noch eine krumme Zahl, was ist, wenn da steht 5 hoch 0,17 mal 5 hoch 0,83? Das wäre die 0,17. Wurzel oder die 0,83. Wurzel. Aber ich bin doch nicht verrückt, weil ich weiß ganz genau, das ist 5 hoch. Und jetzt 0,17 plus 0,83 und das ergibt 5 hoch 1, beziehungsweise leise geschrieben die 1. Also 5. 0,17 plus 0,83 ist 1. Also kann ich durch Anwenden der Potenzgesetze mich um solche hässlichen Ausdrücke auch drücken. Noch was, wenn ich diesen Kram hier oder diesen in den Taschenrechner eingebe, kommen die unmöglichsten Ergebnisse raus und man ist geneigt, dann die Ergebnisse auf irgendwelche Kommastellen mal zu runden und dann vielleicht miteinander zu multiplizieren und da kommt eine unmöglich bekloppte Zahl raus, vielleicht 4,89948853 oder sonst was für ein Kram. Dabei ist es einfacher möglich, daraus wieder eine 5 zu machen. Wenn ihr, wir wissen ja alle, dass Mathe nur Denktraining ist, wenn ihr sagt, na, wozu brauche ich denn das? Das brauchen wahrscheinlich Programmierer dann. Solche Gesetze anzuwenden ist für Programmierer interessant und das muss ja nicht jeder werden. Gut, trotzdem üben wir hier weiter Denken trainieren. Kommen wir zu dann den anderen Potenzgesetze mit unterschiedlicher Basis, bevor wir üben. Aber dazu fange ich ein neues Video an. Ich mache an der Stelle erstmal Kurzpause für Fragen und dann Schluss. Ja, wie gehe ich mit solchen Wurzelzeichen um, war nochmal die Frage, bevor wir dann hier abschließen. Beispiel, hier steht einfach Wurzel aus 4. Ich bleibe nochmal im Beispiel, dann ist die zweite Wurzel gemeint. Wenn ich aber die zweite Wurzel nicht hinschreibe, sondern ich schreibe die dritte Wurzel aus 4 hin und nehme den ganzen Kram hoch 9. Dann ist es wichtig, sich klar zu machen, dass es eigentlich heißt 4 hoch 1 Drittel und dann 1 Drittel, wir wissen ja, mal 9. Und das ergibt 3, also 4 hoch 3. Das erstmal. Wenn, kleinen Moment, wenn solche Sachen kommen wie die Wurzel aus 25 und daraus nochmal eine Wurzel, dann heißt das nichts anderes als interne Wurzel ausgerechnet, das geht 5 und daraus nochmal die Wurzel. Das ist nun mal, jetzt kommt darauf an, wie ich es dann haben möchte, entweder ein Ergebnis mit Kommastellen, denn 4 ergibt 2 mal 2, aber 2,3 oder so mal 2,3, dann nähere ich mich der 5 an. Oder ich sage in Potenzschreibweise, dann heißt das 5 hoch 1/2. So muss es dargestellt werden. Je nachdem, wie die Anforderungen sind. Also die Wurzel aus der Wurzel und so weiter und so fort. Oder mit Klammern, alles nicht schlimm, kann man alles sich so schnell wieder hinschreiben, durch umschreiben. Mathe ist Schreiben, das bleibt so, ne? Jetzt gab es hier noch eine Frage. Eben kam nochmal die Frage, ja, was heißt denn aber so richtig dritte Wurzel, fünfte Wurzel, zweite Wurzel, irgendeine Wurzel? Das heißt nichts anderes. Fünfte Wurzel aus 32 heißt, ich muss eine Zahl finden, die fünfmal dieselbe Zahl mit sich mal genommen 32 ergibt. Aber wie finde ich das heraus? Wurzel aus 125, aber die dritte heißt, ich brauche 3 gleiche Zahlen mit sich selber mal genommen, die dann wieder 125 ergeben. Das geht so. Bei der 32 sage ich, was fällt denn mir zuerst, also um das im Kopf zu finden, was fällt denn mir zuerst für eine Matheaufgabe ein? 32 ist 8 mal 4, einverstanden? Das ist die typischste Aufgabe, 8 mal 4 aus dem kleinen 1 mal 1. Und dann fange ich an und sage, warte mal,
Kann ich die 4 noch aufspalten? Kann ich. Die 4 ergibt 2 mal 2. Das mal, das schreibe ich jetzt hier mal fetter hin, damit ich keine Farben nehmen muss. Und die 8 ist 4 mal 2. Ah, und jetzt habe ich es ja schon fast. Die 4, die kann ich nämlich nochmal aufspalten und habe hier 2 mal 2. Und jetzt kommt der Rest, den schreibe ich einfach dahinter. Also hier, diesen Rest, den ich eben gerade ermittelt habe, mal 2, mal 2, mal 2. Und jetzt habe ich 5 Zahlen gefunden und dann geht's. Das geht nicht immer so glatt auf, aber hier geht's. Das nennt man Primfaktorenzerlegung. Machen wir es mal für die 125. 125 fällt mir vom kleinen 1x1 nichts ein, sondern ich sage bei der 125, das ist durch 5 teilbar, das wäre 5 mal 25. Ach, Moment. Diese 5 hier vorne, die lasse ich stehen, das mal, das mache ich mal dicker, und die 25 ist 5 mal 5. Na Mensch, prima, da habe ich ja 3 Zahlen, alle gleich, ne? 5 mal 5 mal 5. Also das Ergebnis daraus ist 5 und hier ist es zum Beispiel 2. Um die ganze Sache mal noch ein bisschen verrückter zu machen, was ist denn, wenn das da steht? Wurzel aus 2 im Kopf kann keiner, 1,414 und so weiter und so fort, geht nicht. Aber ich kann das in Potenzschreibweise ganz leicht ausdrücken, indem ich sage, dass hier innen die Wurzel aus 2 ist, 2 hoch 1,5. Jetzt hoch 1,5. Und jetzt kommt die größte Wurzel hier, den ganzen Mist, hoch 1,5. Und was mache ich? Ich sage, das ergibt automatisch, 1,5 mal 1,5 mal 1,5 ist 1/8, also 2 hoch 1/8. Dann habe ich wenigstens eine schlaue Zahl, die da steht und fertig. Na, dann muss man sich keine großen Gedanken machen, das wäre die Potenzschreibweise, 2 hoch 1/8. So, ich schließe jetzt das Video mal ab, wir kommen jetzt mal noch zu Übungen und dann werden wir uns mit unterschiedlichen Basen noch beschäftigen. Schon mal Ausblick, das wäre dann zum Beispiel a hoch n durch b hoch n zum Beispiel und so weiter und so fort. Machen wir gleich. Hier gibt es doch noch eine Frage. Na, spaßenshalber mal noch den Hinweis eben aus der Zuhörerschaft. Das hier könnte ich ja noch ganz irre schreiben als, ich mache das mal ganz groß, 2, das ist meine 2, die Basis, hoch 1 durch 2 hoch 3. Natürlich, das stimmt. Man kann es auch übertreiben. Ne, ist aber richtig. Das braucht man, wie gesagt, auch beim Programmieren, dass ich hier damit mit dieser zusammengefassten Schreibweise einen Haufen Speicherplatz spare. Ja, das stimmt. Gut, Video erstmal dicht an der Stelle.